Da bin ich wieder. Hallo. Ja, also ich habe eigentlich das Wichtigste vorhin schon angesprochen. Aber wie gesagt, ich muss da noch so ein paar Sachen klarstellen. Ich habe wirklich keine Ahnung, was man über mich hinter meinem Rücken erzählt hat. Deswegen muss ich so ein paar, kann ich einige Sachen nicht ansprechen. Ja. Das heißt, ich kann nicht sagen, das, was man mir nachsagt, stimmt nicht, wollte ich nicht tun. Ich glaube, es wäre viel einfacher, wenn ich es andersherum aufziehen würde und einfach sage, was ich die ganze Zeit vorgehabt habe. Das ist eigentlich ziemlich leicht. Ich wollte erstens mein Abitur schaffen. Habe ich hinbekommen. Obwohl mich die Lehrer scheiße behandelt haben und Klassenkameraden mies waren. Im Anschluss Ausbildung. Ich wollte einfach nur die Ausbildung schaffen, auch als ich da des Stalkings bezichtigt worden bin, auch im Nachhinein nochmal. Und dass ich nicht die Übernahme bekommen habe, hat ein bisschen gestunken, war ich nicht so glücklich drüber. Aber letztendlich bin ich froh, dass sie mich nicht übernommen haben, weil jetzt habe ich wenigstens noch eine Hochschulausbildung hinten dran hängen können. Hätte ich wahrscheinlich nicht gemacht, wenn ich da jetzt so einen Sesselfurzer-Job bekommen hätte. Also, ich war zwar im ersten Moment mies drauf, aber nachdem die mich da so scheiße behandelt haben und diesem Mädchen einfach blind vertraut haben, dass ich sie stalke angeblich, dachte ich mir so direkt, die werden mich bestimmt nicht übernehmen. Deswegen war das gar kein Schock, als ich dann am Ende die Nachricht bekommen habe. Man hat es mir gesagt und die meinten dann so, ja, nach weiterer Überlegung müssen wir sagen, das, was sie damals diesem Mädchen angetan haben, da können wir sie jetzt doch nicht übernehmen. Ich wusste, dass das passiert. Das hat mich überhaupt nicht geschockt. Ich habe überhaupt nichts dazu gesagt, weißt du? Und dann so, ja, ich merke, sie sind jetzt sehr überrascht. Ich war überhaupt nicht überrascht. Ich habe einfach nur nichts zu sagen gehabt, weißt du? Das ist einfach nur voll die scheiß Entscheidung, voll die scheiß Leute, die zumindest in dieser Abteilung arbeiten. Und das war mir dann letztendlich recht. Ich habe das meinen Eltern schon Monate vorher gesagt, dass sie sich nicht wundern sollen, wenn ich nicht übernommen werde. Und deswegen war es keine Überraschung. So, dann habe ich im Nachhinein nach der Ausbildung mir gedacht, war so eine gewisse Zeit, wo ich nicht wusste, was ich machen soll und so. War mir erstmal nicht sicher, ob ich studieren möchte. Und dann dachte ich so, hey, vielleicht hat das Mädchen mich nur so scheiße behandelt, weil sie dachte, dass ich nur nett zu ihr versuche zu sein, weil ich denke, dass mein Job davon abhängt, weißt du? So, dann dachte ich mir, okay, jetzt ist der Job vom Tisch. Es ist jetzt klar, dass ich da nicht arbeiten werde. Weißt du, wenn ich jetzt nett zu ihr bin, dann ist das ja, ist das Motiv ja reine, ich sag mal, Nächstenliebe. So. Wurde dann auch alles komplett falsch ausgelegt. Man hat mir wieder übel nachgeredet. Okay, abgehakt. Ich war auch nicht glücklich darüber, an meinem Geburtstag, also die Anzeige zu bekommen. Aber ich war einfach nur traurig, aber zumindest nicht glücklich. Ich wusste die ganze Zeit, dass es nach hinten losgehen kann. Das war alles keine Überraschung. So, ich habe das einfach direkt abgehakt. Ich wusste die ganze Zeit, dass es nach hinten losgehen kann. Und für mich war das Thema eigentlich auch schon durch, als man mir gesagt hat, ich soll da nicht mehr hingehen. Okay. Habe ich mir gedacht, gehe ich nicht mehr hin. Und dann hat die einfach noch gewartet und dann kurz bevor diese 2 Wochen Anzeigefrist abläuft, zeigt sie mich genau an meinem Geburtstag an. Ja, okay, ist ihr gutes Recht. Ich meine, was soll's? Ist letztendlich nichts bei rumgekommen. Weißt du, ist nicht zur Anklage gekommen. Ich durfte mich ein halbes Jahr ihr nicht nähern, was ich sowieso nicht vorgehabt habe. Also, ja, was soll's, ne? Und dann habe ich stud das Studium angefangen. Da gab es auch blöde Anspielungen so. In Richtung, weißt du, als wir so in Statistik die unterschiedlichen Skalen unterschiedliche Skalenniveaus besprochen haben. Es gibt Ordinalskala, ja, zum Beispiel. Ne? Es gibt die Unterscheidung zwischen Mann und Frau. Und es gibt nichts dazwischen, ja. Es gibt nur das eine oder das andere. Es gibt nichts dazwischen. Weißt du, so dreimal benutzt er das als Beispiel, so dass es so nichts dazwischen gibt. Ich denke mir so, ja, okay, wenn das jetzt eine Anspielung ist auf diese ganze Geschichte mit diesen Frauen mit Umschnalldildos, so als ob ich das nicht checke, dass das nicht echt ist. So, weißt du, ich denke mir so, ja, okay, das ist jetzt einfach nur ein ganz einfaches Beispiel. Das kann ja jetzt wohl nicht irgendwie auf mich sich abziehen, weil so dumm bin ich nicht. Das muss auch jedem klar sein, ne? Also, auch wenn das auf mich abgezielt war, ich meine, das sagt doch nichts über mich aus, sondern vielmehr über diese Leute, dass die sich irgendeinen Scheiß über mich erzählen lassen. Also, was juckt mich das? Ja, ich habe das Studium hinbekommen. Ja, also, warum sollte ich da jetzt irgendjemanden irgendwie wütend sein. Warum soll ich auf irgendjemanden einen Hass haben? Also, ne, auch im Praktikum, beim Praktikum auch. Ja, also da,
Das waren einfach nur miese Leute, mit denen ich zu tun hatte, die mich scheiße behandelt haben, mich nicht ernst genommen haben, von oben herab mit mir gesprochen haben. Ja, dann habe ich da einfach gekündigt. Das ist einfach das stärkste Signal, was man aussenden kann. Also ich habe da überhaupt nicht nötig, im Nachhinein noch irgendwas klarzustellen. So. Warum sollte ich auf irgendjemanden wütend sein? Und ja, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was man sonst über mich erzählt. Das war das. Ich bin ein super entspannter Typ, der alles hinbekommen hat, obwohl man mir Steine in den Weg gelegt hat. Und ich habe keinen Grund, auf irgendjemanden sauer zu sein. Ich lache höchstens über die Leute, die es versucht haben, mich aufzuhalten. Aber niemand hat es hinbekommen. Deswegen, warum sollte ich auf irgendjemanden sauer sein? Das wär's fürs Erste.